Vorgeschlagen, dass er ein Niqab- und Burka-Verbot durchsetzen möchte. Obwohl sich der Minister bisher gegen ein Verbot ausgesprochen hat, da es sich bei diesen Frauen um reiche Touristinnen handeln würde, die viel Geld am Kohlmarkt und in Zell am See lassen würden. ...dominierter Herrschaftsstrukturen steht und den in die Sichtbarkeit zu rücken, und das ist der Wert des Kapitals. Nicht mit uns bedeutet zu sagen, wir stehen auf und sprechen für uns selbst. Frauen ihre Körper bedecken sollten oder nicht. Die eigentliche Frage ist doch, habt ihr keine anderen Probleme? Antimuslimischer Rassismus bislang nicht so viel anfangen. Das hat sich abrupt geändert.